Okay. Und zwar ist mir das irgendwann in der Pubertät aufgefallen, dass es irgendwie immer mehr wurde, hier so im Schambereich so. Das ist also unter dem Bikini vorguckte und alles. Und irgendwann fiel mir dann auch auf, dass wenn ich Söckchen anhatte, dass die Haare dann aus den Söckchen rausgucken, hier so im Sommer. Und so, dachte ich so, naja, und habe aber irgendwie nichts gemacht. Ich dachte mal, ich müsste mal da was gegen machen. Nie was gemacht. Und ja, dann bin ich im Sommer halt immer in langen Hosen rumgelaufen und. Früher war das hier auch nicht so schlimm. Da war das mehr da, dann habe ich das noch abrasiert. Und dann wurde es hier auch immer schlimmer, da kommt man auch nicht mehr, als ich, dann nicht mehr in kurzen Hosen rumgelaufen. Weil das kann man da nicht so gut rasieren, das ist ein bisschen komplizierter als die Unterschenkel. Und ja, dann dachte ich mir ja irgendwann, ja irgendwie nervt dich das doch. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen, das heißt zu einer Ärztin. Habe ihr so erzählt, dass ich glaube, dass es mit meinem Vater zu tun hat, weil der ist Südländer. Und der ist auch sehr behaart und dachte ich so, ist vielleicht geerbt und so. Ja, sie lachte. Und ich so, wieso lacht sie jetzt? Ja, da kommen so viele junge Mädchen damit zu mir. Na, dann ziehen sie doch erstmal aus. Ja, und dann als ich es gesehen habe, war sie doch überzeugt, dass ich nicht irgendeinen Schwachsinn erzähle, sondern dass ich das ernst meine. Und dann hat sie mir die Pille verschrieben, da war ich, es war spät, da war ich 17 oder so. Und ja. Dann meinte sie, ja, weil der Hormonspiegel irgendwie erhöht war von den männlichen Hormonen und die Pille hilft dagegen und so. Ich habe das also genommen in der Rolle in Hoffnung, dass sich was ändert, dass die Haare ausfallen oder wie auch immer. Naja, mit dem Erfolg, dass ich nichts tat, irgendwann machte sie dann wieder eine Blutuntersuchung, stellte fest, ja, die Hormone sind in Ordnung, sie brauchen die Pille nicht mehr, dann gibt es da wohl nichts gegen. Na gut, ich meine, ich war am Boden zerstört irgendwo. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass es da nichts gegen gibt. Und dann bin ich zum anderen Frauenarzt gegangen und sie hat dann mir auch wieder diese Pille verschrieben und mir noch so ein anderes Mittelchen dazu. Das sollte dann auch richtig helfen. Ich wieder Hoffnung geschöpft, nichts passiert. Naja, und dann hatte ich es dann auch gelassen, weil warum soll man sich so mit Hormonen vollstopfen, wenn das eh nichts bringt. Und dann meinte er, ja, es kann auch mit der Haut zu tun haben, dass die Haut halt überempfindlich nicht reagiert auf die geringe Hormonmenge, die im Blut ist. War ich beim Hautarzt, die meinte, ja, dagegen kann man nichts machen. Insofern werde ich wohl damit leben müssen. Obwohl ich irgendwie nicht so glücklich damit bin. Weil, naja, es stört mich doch ein wenig. Weil ich kann halt nicht, wenn man in kurzen Hosen rumlaufen will oder im Rock, der bis hier geht, wenn man das nicht sehen soll, dann muss man alles rasieren jetzt. Also, ne? Das ist stressig im Sommer, weil man, eigentlich muss man das jeden zweiten Tag rasieren. Und das stört einen doch, man ist ja schließlich kein Mann. Musste sich eigentlich nicht rasieren sollen. Ja, das fand ich schon mal ein bisschen ungerecht, weil andere Frauen, die können Hot Pants anziehen und naja, haben eine tolle Figur, obwohl das ist eigentlich nicht so wichtig, aber sie können Hot Pants anziehen, das sieht gut aus. Und ich müsste da nur einen kurzen, naja, Radlerhose anziehen, müsste ich hier schon alles rasieren, das stört mich. Dass ich das machen muss. Und weil ich habe halt keine Lust so zu leben, weil die gucken doch bestimmt, wenn ich so rumlaufe, dann. Und in meinem Alter ist man ja immer noch im leichten Konkurrenzkampf mit den anderen Mädchen, wenn man so über die Straße geht. Das ist ja nicht so von wegen, ach, lass die mal machen, sondern man denkt schon, wie sehe ich jetzt aus oder, naja, insofern würde ich so nie rumlaufen wollen. Und wir haben auch eine in der Klasse gehabt jetzt, die hatte auch ziemlich behaarte Beine. Ja, ein bisschen weniger als ich, glaube ich, noch. Also die Waden. Und die ist immer, die hatte auch mal kurze Hosen an und Rock und hat sich nie rasiert. Und abgesehen davon, dass sie sowieso keiner in der Klasse abkonnte, hatte sie prompt den Spitznamen El Hombre weg, also der Mann, weil sie diese harten Beine hat. Und dann dachte ich, naja, oh, Gottes Willen, jetzt rasiere ich bloß, bevor die auch irgendeinen Scheiß an dich oder irgendeinen Spitznamen geben. Aber das wollte ich dann auch nicht, wenn die so eine Meinung haben. Dann haben sie auch so erzählt, oh, wie kann man nur so behaarte Beine haben, das finde ich ja scheußlich und oh, Gottes Willen. Dann sage ich ja nicht, ja, guck doch mal hier, habe ich auch. Dann doch, also wenn ich weiß, dass die so eine Meinung haben, dann denke ich mir, was denken dann die anderen Leute auf der Straße, wenn ich so rumlaufe? Also rasiere ich das. Aber ich bin schon frustriert im Sommer. Ich würde auch gern
so Badeanzug anziehen am Strand oder Minirock oder so ein kurzes Höschen, was weiß ich. Bloß da müsste ich hier irgendwie 1000 Anstalten unternehmen, dass man das nicht sieht. Weil irgendwie, ne, finde ich nicht gut, stört mich, belastet mich doch. Ich kriege dann immer regelmäßig im Sommer meine Depressionen, wenn ich die anderen Mädchen sehe. Es gibt ja Männer, die haben weniger Haare als ich an den Beinen. Insofern. Wie war der Text? So und so sieht das eben aus, wenn ich aus dem Wasser komme. Ein bisschen. So würde das aussehen, wenn ich so jetzt schwimmen gehen würde. Und wenn man dann denkt, dass andere Mädels die knappsten Bikinis anhaben und nicht mal man hier was sieht. Naja, dann weiß ich nicht, wie ich noch frustrierter. Also, ich kann damit eben nicht leben. Das ist auch im Urlaub eben das Problem. Wenn man mit anderen Leuten wegfährt, die das nicht wissen und man möchte auch nicht, dass sie das unbedingt wissen, dann muss man dann immer sehen, dass man sich irgendwann dann das Badezimmer verzieht mit seinem Rasierzeug und dann erstmal fix rasiert, bevor man an den Strand geht oder den anderen irgendwo hingeht, wo man vielleicht ins Wasser geht oder so. Und das ist, man ist so unspontan, dann man kriegt immer, wenn es jetzt heißt, oh, lass doch schwimmen gehen, dann denkt man so, oh Gott, ja, ja, dann, ich muss jetzt aber noch, ja, ist gut, lass uns schwimmen gehen. Dann muss man dann erstmal sehen, dass man rasiert und was nicht alles. Das ist halt ein bisschen nicht unbeschwert, weil man halt immer denkt, oh Gott, was machst du jetzt? Wie kommst du aus dieser Situation wieder raus oder wie machst du das Beste draus? Das ist ein kleines Problem. Meine bisherigen Freunde nie was dagegen gesagt hatten. Ich habe am Anfang immer voll rumgedruckst, so, ja, und ich musste was erzählen und ja, und weißt du, was Hirsutismus ist und war das immer voll panisch, weil ich dachte, die lassen mich dann gleich wieder sitzen, wenn sie das sehen, irgendwie so. Aber irgendwie meinte ich, doch, das ist doch gar nicht schlimm und so. Und bei 4 Leuten ist mir das, hat noch keiner sich irgendwie beschwert oder gesagt, und das finde ich aber nicht gut, sondern auch mein Freund, mit dem ich jetzt fast 1,5 Jahre zusammen bin, der meint auch, boah, das ist doch gar nicht schlimm und so, was stellst du dich denn an? Aber als Frau ist es, glaube ich, was anderes, wenn man damit leben muss. Insofern. Aber es hat mich gewundert, weil ich da immer ziemlich einen Aufstand gemacht habe, wo ich mich vor denen ausgezogen habe, das erste Mal. Insofern. Aber ich glaube, bei Frauen reagieren auch anders drauf, wenn sie sowas sehen. Vor allem jüngere Mädchen. Die denken dann so, was ist das denn? Weil die das selber halt nicht haben. Und deshalb renne ich auch so nicht rum, so jetzt behaart in kurzen Hose oder so, weil ich denke, die gucken und die denken sich irgend so ein, denken halt, was ist, was ist das denn für eine und wie sieht das denn aus und so. Das habe ich, da habe ich keine Lust drauf, das ist, weil ich es nicht mag und dann habe ich keine Lust, dass sie mich blöd angucken oder Fragen stellen oder irgendwie gucken eben. Das reicht mir schon, wenn die blöd gucken. Wie gesagt, bei uns in der Klasse war das da die Meinung von wegen, kann man das behaarte Beine haben? Und deshalb dachte ich, ja, da ziehe ich mich bestimmt nicht so aus, oder da rasiere ich mich bestimmt, wenn die das alle denken. Wenn die das sagen, bin ich halt so bequem, so als dass ich mir da irgendwie rechtfertigen müsste, von wegen, weshalb ich so rumlaufe oder so. Weil ich möchte das nicht, mich stört das, und dann versuche ich auch was dagegen zu tun, dass man das nicht sieht. So.